Das lässt uns jetzt in der Tagesordnung einen großen Satz nach vorne machen, indem wir bei 43 sind. Qualifizierte Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts. Einreicher ist die CDU-Fraktion und ich vermute, Herr Böhm ist in Pool Position, da ist er wieder. Da ist er wieder, genau. Ja, vielen Dank, dass wir zum Abend noch über dieses wichtige Thema beraten können. Warum hat die CDU auf einmal Klima- und Umweltschutz für sich entdeckt? Genau. Genau, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Es gibt ja zwei Aspekte dran. Zum einen haben wir natürlich beobachtet, was ist passiert beim... Ach, Micha Schmählich, lass mich doch reden. Nee, ich mag heute nicht schreien. Ich mag heute auch nie Lichti ausrufen. Nee. Also, wir haben ja zwei Aspekte. Einmal ist es so, dass wir bei der Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimakonzeptes, was uns allen ja ganz wichtig war, ich kann mich noch erinnern, da gab es den Antrag der damalig noch nicht Dissidenten, oder waren es schon die Dissidenten mit dem Klimanotstand, dass wir gesagt haben, wir müssen da dringend was tun. Und das ganze Verfahren ist ins Stocken gekommen. Das Büro, was wir beauftragt hatten, abmelden. Wir versuchen jetzt, da neue Lösungen zu finden, neue Wege zu gehen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns ein Stück weit mit den letzten Stadtratsbeschlüssen auch ein Stück weit entfernt haben, nur von der Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimakonzeptes, sondern wir reden jetzt mittlerweile von einer Klimaneutralität der Landeshauptstadt Dresden. Und das geht natürlich ein deutliches Stück weiter als das reine Energie- und Klimakonzept. So, und jetzt muss man sich natürlich ein Stück weit ehrlich machen bei dem Thema. Was ist machbar und was ist nicht machbar? Und das ist genau der Punkt, um den es uns geht. Und der letzte runde Tisch zu dem Thema hat auch deutlich gemacht, wie wichtig das ist. Wir müssen sozusagen nicht nur, wie es bislang war, wir haben Anhörungen gemacht. Was waren das für Anhörungen? Da war die Sachsenenergie da, da waren war die Stadtreinigung da, die DVB da, also unsere eigenen Betriebe. Ja, die haben uns da alles schön was erzählt und hatten auch gute Ideen, mehr oder weniger. Aber das ist nicht die Wirtschaft der Stadt. Ja, also wir müssen aus unserer Sicht die Wirtschaft mitnehmen und die besteht eben aus weiten Bereichen. Da haben wir die Industrie, da haben wir den Verkehrsbereich, da haben wir die Wohnungswirtschaft, da haben wir Sozial- und Gesundheitswirtschaft, da haben wir Abfallwirtschaft, Handel, Dienstleistung, Handwerk. Die wollen alle mitgenommen werden. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, nicht nur deren Verbände, sondern auch dort die großen Player mit einzubinden, um zum einen der Wirtschaft frühzeitig zu zeigen, was kommt auf sie zu, was wird passieren, aber auf der anderen Seite auch das Machbare ausloten. Denn ich gehe jetzt mal so auf die schöne Bundespolitik. Was nützt das, wenn wir in 2 Jahren die Gasheizung verbieten wollen und wenn es 2 oder 3 Jahre Lieferzeit dauert, bis eine Wärmepumpe kommt? Also ich sage mal, das sind Dinge, die miteinander nicht funktionieren. Und ich bin auch der Meinung, dass das ganze Thema Verkehr, was wir bislang beim Bereich Klima- und Umweltschutz ein Stück weit außen vor hatten, sondern das nur über den Mobi-Plan regeln wollten, dass das natürlich auch eine Rolle spielen muss. Weil an der Stelle natürlich auch das ganze Thema Ladeinfrastruktur, Wechsel zur Elektromobilität und eine Rolle spielt. Also wir sind von der Bundesgesetzgebung gezwungen, in allen Bereichen, allen Segmenten Absenkungen im CO2-Bereich herbeizuführen. Und wie das passiert, das unterscheiden Unternehmen zum Teil auch für sich. Sie haben eigene Pläne dafür. Und ich glaube, das sind Themen, wir müssen diese miteinander abstimmen. Wirtschaft braucht langfristige Perspektiven. Wirtschaft muss wissen, was soll in 5 Jahren passieren, was soll in 10 Jahren passieren. Der runde Tisch hat gezeigt, dass dort zu wenig Wirtschaft dabei ist, dass auch selbst beim Thema Wohnungswirtschaft nicht alle wesentlichen Player dabei waren. Das sind Themen, wo wir ran müssen. Und wie gesagt, ich sage, wir müssen auch das Machbare ausloten. Es muss einen Konsens geben mit der Wirtschaft in der Stadt. Und viele Leute warten drauf, also auch gerade im Bereich Abfallwirtschaft warten Unternehmensverbände und größere Unternehmen drauf, dass sie mitgenommen werden. Nun gehört es allerdings auch zur Wahrheit, dass wir mit dem Klimaschutzstab mit, ich glaube, tun Sie mich korrigieren, 1,5 Stellen, die, glaube ich, aktuell besetzt sind,
dass wir dort natürlich nicht die Manpower haben, um Dinge umzusetzen. Da müssen wir uns alle noch mal tief in die Augen schauen, wenn wir diesen Weg gehen wollen und dass den vor allen Dingen den Weg gemeinsam gehen mit der Wirtschaft. Denn die Wirtschaft ist für unsere Zukunft wichtig, auch für den Wohlstand in dieser Stadt. Dann müssen wir dort mehr Ressourcen reinstecken. Und wir würden das Votum vom Finanzausschuss zur Abstimmung stellen, wo noch mal ein bisschen was mit dem Beschlusstermin geändert wurde. Selbstverständlich möchten wir, dass noch dieser Stadtrat das Klima- und Energiekonzept beschließt. Also nicht nur, dass es vorgelegt wird, sondern dass wir versuchen, dass die Beschlussfassung dort noch erfolgt von uns, von diesem Stadtrat. Und so soll es dann auch ausgelegt sein. Aber wir müssen auf dem Weg bis dahin natürlich versuchen, auch unsere Hausaufgaben zu machen und nicht nur den städtischen Bericht angucken, sondern die Wirtschaft mitnehmen. Das ist uns ganz wichtig. Und den Bürger dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber ich sage mal, gerade beim Thema Energie und Klima und Verkehr und CO2 und ist die Wirtschaft das große Thema in all ihren Bereichen. Danke. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Beginnt SPD, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden dem CDU-Antrag zustimmen. Aus unserer Sicht formuliert er sinnvolle Ziele und er benennt tatsächlich auch mit der Einbeziehung von verschiedenen Akteuren im Wirtschaftsbereich auch wirklich nochmal Gruppen, die wir uns aus unserer Sicht deutlich genauer auch anschauen müssen. Es geht natürlich zum einen darum, zu schauen, wie können wir tatsächlich in diesen Bereichen, in diesen Sektoren, die diese Akteure auch betreffen, wie können wir da tatsächlich die entsprechenden Einsparungsziele auch wirklich erreichen? Denn wir wissen selbst, wir als Kommune haben nur die wenigsten Sachen selbst in der Hand. Wir können an vielen Stellen steuernd eingreifen, aber wir sind auch darauf angewiesen, dass die anderen Akteure in der Stadtgesellschaft auch mitziehen. Und die Wirtschaft ist da natürlich ein Partner, den wir nicht vernachlässigen sollten. Und wir sollten natürlich auch mit den Wirtschaftsakteuren darüber ins Gespräch kommen, wie können wir auch die Rahmenbedingungen so gestalten, dass tatsächlich hier dieser Wandel auch gelingt. Also wenn wir zum Beispiel über das Stichwort Fachkräftebedarf sprechen, wir können ja ganz, ganz viele Zielstellungen hier beschließen. Aber wenn es am Ende niemanden gibt, der die neuen Technologien irgendwo einbaut, dann ist das alles für die Katz. Und da muss man sich, glaube ich, dann schon auch mal auch mit dem örtlichen Handwerk auch überlegen, wie kriegen wir es hin, genau in diesen Sektoren auch den Nachwuchs so auszubilden und auch so in den Schulen darauf aufmerksam machen, dass das eine Perspektive ist, dass wir da in 5 und 10 Jahren wirklich diesen Personalbedarf auch abdecken können. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wesentlicher Bereich. Dementsprechend stimmen wir auch diesem Antrag da sehr, sehr gerne zu. Ich will an der Stelle aber auch noch mal 1, 2 allgemeinere Worte zur Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts loswerden. Aus meiner Sicht war die Entwicklung da in den letzten Monaten, und man kann mittlerweile auch fast schon 1,5 Jahren sprechen, eher unglücklich, um es vorsichtig zu formulieren. Also die Einbeziehung eines externen Büros und die Betreuung eines solchen Prozesses ist ja ein durchaus üblicher Vorgang. Dass das aber dann so dermaßen in die Brüche geht, das ist schon eher bemerkenswert. Und das ist auch eine Sache, die aus meiner Sicht noch nicht so wirklich vollständig auch dem Stadtrat dargelegt wurde, was da tatsächlich auch passiert ist. Ein Stück weit ist das in den Corona-Wirren dann zum Teil auch untergegangen, aber aus meiner Sicht ist das schon sehr, sehr bemerkenswert, weil wir fallen ja jetzt auf eine Inhouse-Lösung zurück. Wir müssen es mit den eigenen Ressourcen, zum Beispiel im Klimaschutzstab, stemmen. Und da stellen sich ja schon auch einige Fragen, auch in den bisherigen Diskussionen, die wir da geführt haben. Hat der Klimaschutzstab denn die ausreichenden Ressourcen, um all diese Fragestellungen, die sich wirklich bei einem IEK auch stellen, auch wirklich zu bearbeiten? Ich habe da schon ein bisschen meine Zweifel, ob wir das sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht bisher ausreichend auch abgebildet haben. Denn wir brauchen ja nicht irgendein IEK, damit wir ein IEK gemacht haben, sondern es muss ja wirklich klug verknüpft werden, auch mit den Zielstellungen, die sich auf Bundesebene in letzter Zeit auch geändert haben, mit sich ändernden auch rechtlichen Rahmenbedingungen, was das Thema zum Beispiel Planungsbeschleunigung anbelangt. Solche Sachen müssen wir ja insgesamt mitdenken. Es reicht ja nicht, einfach nur da hinten einen Haken dran zu machen. Und aus meiner Sicht gehört auch dazu, deutlich zu machen,
dass wir als Stadtrat auch auf einer aktuellen inhaltlichen Grundlage auch arbeiten wollen. Und da gehört eben zum Beispiel eine Treibhausgasbilanz für Dresden auch schon dazu. Die letzte ist von 2018. Es soll jetzt angeblich keine neue geben. Aus meiner Sicht wäre das durchaus schon spannend zu wissen, wie sich das nach Corona verändert, das Verkehrsgeschehen, aber durch ein paar Umstellungen im Wirtschaftsbereich, wie sich da Dinge verändert haben, um Dinge zu sagen. Herr Lichti schüttelt mit dem Kopf. Ich fände es durchaus spannend. Ja, das ist, na gut, dann haben wir das ja schon mal geklärt, wenn Herr Lichti das schon so weiß. Aber da würde mich tatsächlich nochmal die Einschätzung auch von Frau Jening interessieren, was wirklich diese Ressourcenfragen anbelangt. Wir haben jetzt ja einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Wir haben ganz große Veränderungen von Europa- und Bundesebene und wir haben sehr, sehr begrenzte Ressourcen. Was brauchen Sie? Was fehlt? Sagen Sie es uns. Dann können wir auch darüber ins Gespräch kommen. Danke. Wir machen weiter. FDP-Fraktion, Herr Blödner. Ich mache das gleich von hier. Ich würde nur um punktweise Abstimmung bitten, weil wir den Punkt 2 gerne ablehnen würden, weil das doch sehr unrealistisch mittlerweile erscheint. Freie Wähler, Freie Bürger, das Wort gewünscht, nein. Dann Dissidenten. Bei mir steht, okay, dann, wenn der Chef abgibt, dann der noch 3-Tage-Chef. Sehr geehrter Obergemeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, oh Wunder, die CDU kümmert sich um Klimaschutz. Das ist ja sehr zu begrüßen und ist auch sehr erstaunlich und schön. Der Antrag ist im Grunde eigentlich auch zustimmungsfähig. Ja. Er ist natürlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber dazu noch später. Er ist natürlich eine unausgesprochene Kritik an der Bürgermeisterin. Die Vorredner haben es etwas verhalten gesagt. Ich glaube, man kann es ganz klar sagen. Was Frau Jeding dort in den letzten 3 Jahren abgeliefert hat, ist mehr als unzureichend. Das ist eine grobe Enttäuschung. Und ich sage auch ganz offen, ich habe wenig Vertrauen oder Zutrauen, dass sich das auch in den nächsten Jahren ändern könnte, um es mal so ganz klar zu sagen. Herr Böhm, du hast davon gesprochen, von dem Machbaren. Also du hast ganz Zeit machbar, machbar, machbar gesprochen. Vorsicht. Der Ansatz natürlich jetzt, alle Akteure in der Gesellschaft, nicht nur die städtischen Unternehmen, insbesondere auch die Wirtschaft, ist natürlich richtig, auch die Bürger, alles richtig. Aber wir haben hier Beschlüsse gefasst, was das Ziel ist. Und ich bitte auch die CDU, diese Ziele auch dann ernst zu nehmen und nicht immer so zu tun, wir kümmern uns um Klimaschutz, aber das ist dann eingeschränkt durch das Machbare. Nein, auch die CDU hat, glaube ich, im Dezember oder wann es war, anlässlich des Bürgerbegehrens zugestimmt, Klimaneutralität 2035/2040. Das war der Kompromiss, den die CDU-Fraktion damals mit den Grünen gemacht hat. Und vielleicht sagen Sie das auch, dass Sie das mitgetragen haben und weiter in Ihre Politik auch mit einbeziehen. Die Ziele sind klar und da kann ich es mir dann auch wieder nicht ersparen, darauf hinzuweisen, dass wir ja im Januar auf Vorschlag der Dissidentenfraktion dazu einen ganz erheblichen Schritt gemacht haben. Jetzt haben Sie diesen Antrag davor eingebracht, deswegen kann ich das Ihnen jetzt nicht wirklich vorwerfen, aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen. Wir haben in der Hauptsatzung eingeführt eine Koordinierungsstelle zentrale Klimaschutzstrategien beim Oberbürgermeister. Und wir haben eingerichtet einen Klimabeirat. Und damit haben wir bewusst dieses institutionelle Setting, was Sie ja zu Recht fordern, vorgezeichnet, skizziert. Und jetzt geht es aus meiner Sicht darum, dass man das auch ausfüllt. Und wenn Sie zu Recht sagen, wir müssen die Wohnungswirtschaft, wir müssen die IHK, wir müssen die HWK, ETC, was Sie alles aufgeführt haben, mit einbeziehen, dann haben Sie recht. Aber der richtige Ort ist dann beispielsweise bei der Debatte um den Klimabeirat. Welche Institutionen sollen denn jetzt ein Vorschlagsrecht bekommen? Und wir arbeiten gerade an einer Satzung. Ich lade Sie ein, wenn Sie mit uns reden, ja, oder ich weiß es nicht, ob Sie das tun, dann lasst uns darüber diskutieren, wie wir diesen Klimabeirat ausgestalten. Also wir als Dissidenten würden es sehr begrüßen, wenn wir hier eine breite Diskussion führen könnten und auch vielleicht, ich träume mal, zu einem gemeinsamen Antrag kommen könnten. Aber ich gestehe, ich bin positiv überrascht von der CDU-Fraktion und ich hoffe,
dass es nicht nur bei den Lippenbekenntnissen bleibt, sondern dass dann auch tatsächlich in der konkreten Arbeit das dann für mich auch glaubwürdiger wird, dass Sie diesen Weg auch gehen wollen. Vielen Dank. Wir machen weiter in der Fraktionsrunde. AfD-Fraktion, Herr Pinkert. Kommt der Hammerklopf schon, nee, ne? Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Ich muss sagen, gestern hat die CDU noch versucht, ein bisschen konservativ zu wirken. Das hat der OB abgebügelt und heute biegen wir wirklich auf der grünen Linie weiter ab, genau wie es vorgezeichnet ist und dann auch noch mit Ansage, mit Vorziehen. Jetzt versuchen wir auf der grünen Schiene die Grünen zu überholen, finde ich klasse. Ja, grundsätzlich hätte ich lieber mein Freibad behandelt für den Bürger als sowas hier. Frau Arnold, grundsätzlich ist es so, falls der Bürger mitgekriegt hat, der Herr Böhm hat schon gesagt, oh, die anderthalb Stellen werden nicht ausreichen, der Herr Licht, die hat es vertieft. Oh, wir haben ja zum Glück den Klimabeirat, den wir jetzt besetzen wollen. Der Herr Engel hat gleich noch direkt gefragt, wie viele Stellen brauchen Sie denn, Frau Jenigen? Ja, also vom Bürger heißt es eigentlich nur noch mehr Personal, was irgendwo aufgebaut werden soll. Wahrscheinlich brauchen noch mehr Parteigänger irgendwie neue Arbeit, keine Ahnung. Jedenfalls steht in dem Antrag drin von der CDU, dass ein Beteiligungsprozess durchgeführt werden soll und dann auch durch den Stadtrat dieses Klimaschutzkonzept beschlossen werden soll und den vorgenannten Beteiligungskreis über vorzunehmende Maßnahmen zu informieren. Jetzt muss man sich überlegen, es gab da mal eine Geschichte, Photovoltaik, hat irgendwie mit Bündnis 90 Grünen zu tun, glaube ich. Da wurde durchgesteckt, mal ganz nebenbei, du, die Firma läuft schlecht, aber kauf dir jetzt Anteile. Übermorgen beschließen wir nämlich im Bundesrat die Photovoltaikförderung. Nachtigall, ich hörte Traps, jetzt versuchen wir das auf kleiner Schiene eventuell. Ist ja egal, kann man alles machen, muss man aber nicht. Ja? Also grundsätzlich, die größte Frage ist ja hier eigentlich, ne? Klimaneutralität. Ne? Wenn dann immer heißt, erneuerbare Energien, jetzt die Frage, waren Sie in Physik? Ja, Energieerhaltungssatz. Energieerhaltungssatz bedeutet nichts anderes. Sie können aus nichts Energie machen, Sie können nur Energie umwandeln. Und jetzt ist die gute Frage, aus was für einer Energie soll die Drewag, also jetzt Sachsenenergie, in den nächsten Jahren Wärme, Strom und warmes Wasser umwandeln. Aus welcher Energiequelle? Das ist doch die Hauptfrage. Jetzt reden Sie mal mit den Ingenieuren von der Drewag. Was sagen die zu Ihnen? Wolkenkuckucksheim. Genau das ist es. Dankeschön. Als nächstes Bündnis 90 Die Grüne, Herr Dr. Deppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, also der Kollege Böhm hat ja diesen Antrag so dargestellt, als wenn die CDU jetzt nun mal richtig ernst machen will mit dem Klimaschutz und hier mal richtig aufräumen will mit allem, was jetzt hier schiefgelaufen sein soll. Und da muss ich mal sagen, man kann aus so einem Antrag, man kann aus einer Mücke hier auch einen Elefanten machen. Nicht? Und so sehen wir diesen Antrag. Nicht? Also wir werden dem zustimmen, weil die Intention ja auch gut und richtig ist. Natürlich ist die Wirtschaft und sind eben Wirtschaft und Handwerk in dieser Stadt ganz entscheidend wichtig für die Umsetzung der Energiewende. Nicht? Das wissen wir alle. Aber nun tun Sie doch bitte nicht so, als wenn mit der Wirtschaft bisher nicht geredet worden wäre und als wenn die Wirtschaft an diesem ganzen Konzept zur Erarbeitung des Energie- und Klimaschutz oder zur Überarbeitung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes nicht beteiligt wäre. Wir haben einen runden Tisch. Und da sitzen die Industrie- und Handelskammer drin, da sitzt die Handwerkskammer drin, da sitzt die Vonovia drin, da sitzt eine weitere Wohnungsbaugenossenschaft drin. Die sind alle da drin und die sind da beteiligt. Und da muss ich nun sagen, ich habe von denen bisher nicht viel gehört in den Sitzungen des Runden Tisches. Und wir haben durchaus mehrere dieser Sitzungen gehabt. Aber da war von Seiten der Vertreter und Vertreterinnen dieser Organisation wirklich nicht viel zu hören. Und nun kann man natürlich
denen noch wieder ein neues Forum bieten. Können wir ja machen, deshalb werden wir dem ja auch zustimmen. Ich erwarte dann auch, dass da ein bisschen mehr von denen dann auch kommt. Ne? Und jetzt haben wir auch noch den, werden wir auch noch den Klimabeirat haben. Das ist ja auch eine gute Institution, um da nochmal dran zu arbeiten. Da wird man natürlich auch die Wirtschaft daran beteiligen. Nur wir können jetzt nicht jedes einzelne Handwerksunternehmen in dieser Stadt dort in ein Gremium holen und an den runden Tisch holen. Also da muss dann auch ein bisschen mehr Klarheit geschaffen werden, wer denn jetzt tatsächlich die Vertreter und Vertreterinnen der Wirtschaft sein soll. Darum würde ich dann schon auch mal bitten, dass das klarer benannt wird, wie sich das Ganze denn abspielen soll. Und nun möchte ich noch mal eins sagen, das hat der Kollege Lichte ja auch schon angedeutet, wenn es hier jetzt darum geht, die Wirtschaft zu beteiligen, dann geht es natürlich dabei um die Umsetzungsfragen. Aber hier wird jetzt so ein bisschen suggeriert, wir müssen, die Wirtschaft entscheidet jetzt mit darüber, was jetzt tatsächlich in dieser Stadt an Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt wird und wie wir die Energiewende machen. Und da muss ich mal sagen, nein, so geht es nicht. Der Primat liegt bei der Politik. Das ist unsere Verantwortung hier. Und wir müssen dann natürlich mit der Wirtschaft darüber reden, wie man eben manche Dinge umsetzen kann. Das wird in den Prozess eingehen. Aber der Primat wird liegt bei der Politik und die Entscheidungen fallen eben dann hier in diesem Stadtrat und in keinem anderen Gremium. Und darauf legen wir Wert und daran muss festgehalten werden. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Stream. Ich kann mich sehr gern insbesondere Herrn Dr. Deppe und auch Herrn Engel anschließen in dem, was ich heute sagen möchte. Ich möchte heute nicht inhaltlich, ich denke, das ist auch nie unsere Aufgabe heute, das Energie- und Klimaschutzkonzept diskutieren und auch nicht die Notwendigkeit von Umweltschutzmaßnahmen in dieser Stadt. Ich möchte Sie auf ein was hinweisen, was mir aufgefallen ist. Auf der Internetseite der Stadtverwaltung, wenn man googelt nach dem Energie- und Klimaschutzkonzept, gibt es eine symbolische Stadtsilhouette, die jedem entgegenlächelt, der diese Adresse aufruft. In diesem Bild und in diese sollten Sie sich mal vertiefen, steckt eigentlich alles, was wir beachten sollten und wo wir hinwollen. In Fragen Klimaschutzmaßnahmen. Der Antrag der CDU, so verstehe ich ihn zumindest, will dem Prozess der Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes einen kleinen Anstoß, einen kleinen Schubs verpassen. Das Konzept, das wissen Sie alle, wurde 2013 bereits beschlossen. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass ich vor nunmehr 10 Jahren von einem sehr ambitionierten Papier gesprochen habe. Und ambitioniert heißt ja immer, werden wir das denn erreichen können mit unseren Kapazitäten? Die selbstgesteckten Klimaziele wurden leider nicht erreicht. Und jetzt sage ich aber, die Zeit drängt. Wir haben schon viel Zeit verloren und das liegt sicherlich nicht nur an Corona. Das wurde heute auch schon gesagt. Ich möchte auch an etwas noch erinnern. Am 30. Januar 2020 hat dieser Stadtrat mehrheitlich beschlossen, Klimaschutz zur städtischen Aufgabe von höchster Priorität und für die Daseinsvorsorge zu machen. Das sollten wir bei allen unseren Beschlüssen immer mit bedenken. Und da gebe ich Ihnen schon recht, es betrifft auch den Straßenbau, ganz unbedingt. Es betrifft die Wege in der Stadt, es betrifft den Verkehr in der Stadt. Es betrifft eigentlich alles, was wir in der Stadt tun. Wir haben dem damals natürlich sehr gerne zugestimmt, weil für uns als Linke soziale Sicherheit und ein Leben in einer gesunden Stadt immer zusammenhören. Leider wurde unserem Antrag heute zur Unterstützung von Studenten nicht zugestimmt. Zu den Zielen, und jetzt beziehe ich mich nochmal auf das, was Dr. Deppe schon gesagt hat,
der Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes gehören unter anderem, und so nachzulesen, bereits im Struktur des runden Tisches, umfassender Beteiligungsprozess zur Einbindung der vielfältigen Dresdner Akteurinnen und Akteure. Auch das will der Punkt 1 im Antrag der CDU. Deshalb können wir dem natürlich zustimmen. Und zum Schluss, sich selbst in die Pflicht nehmen, heißt auch, für Lösungen von Aufgaben sich bestimmte Termine zu setzen und die auch einzuhalten. Und deshalb werden wir auch dem Punkt 2 gerne zustimmen. Dankeschön. So, der nächste Redner ist Herr Dr. Schulte-Wissermann. Ist ja noch nicht um 10. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich mache jetzt heute etwas, was ich ganz selten mache, was ich aber wirklich heute mit Freude mache. Ich möchte der CDU danken. Ich meine das, ich muss sagen das immer dazu, ich sage das immer, also wirklich, denn Sie haben, nicht nur Herr Deppe hat so ein bisschen runtergespielt, Sie haben ein Essens... Ruhe jetzt! Nee, das Ruhe jetzt ging ja nach da hinten. Die CDU kann ja feixen. Nein, jetzt mal ernsthaft. Sie haben einen essentiellen Punkt hinzugefügt zu der ganzen Debatte und zu der ganzen, dem Ringen um eine Zukunft überhaupt. Denn es ist ja schön, wenn viele, viele Menschen auf die Straße gehen. Es ist schön, wenn wir wie 2014 irgendein Klimakonzept aufschreiben, aber dann hält sich auch niemand dran. Damit eine Stadt wie Dresden klimaneutral werden kann, da muss nicht nur die Wirtschaft kontaktiert werden, da muss nicht nur die Wirtschaft mitgenommen werden, da muss die Wirtschaft muss ein treibender Faktor davon sein. Es müssen die Dachdecker und die, die PV aufs Dach werfen und die, die Häuser dämmen und die, die neue innovative Konzepte entwickeln, die Geld damit verdienen, CO2 zu mindern oder emissionsfrei zu sein. Die schlauen Köpfe, die die Software dafür schreiben, könnten Sie mal klingeln? Danke. Die müssen natürlich die treibende Kraft sein. Deswegen ist das Hinzufügen oder das explizite Benennen der Wirtschaft ein essentielles Etwas, was wirklich sehr gut ist. Und es ist natürlich auch sehr schlau. Wenn Sie die Rede der CDU vergleichen mit anderen, ja, was mache ich denn, wenn ich konservativ bin, aber zufällig leider glaube, dass meine Kinder und meine Enkel auch eine Zukunft auf diesem Erdball haben sollen? Wen wähle ich denn dann? Naja, Herrn Pickert offenkundig nicht, weil das war ja wirklich hier grotesk. Also, es ist gleich um 10. Vielen Dank, CDU. Lassen Sie uns diesen Weg. Um 9? Stimmt. Jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht. Sehen Sie mal, es ist um 9 fast so spät wie um 10. Zumindest fühle ich mich so müde. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Stadtrat. So, meine Damen, meine Herren, ich würde jetzt noch eine kurze Antwort Frau Jenichen geben, dann Herrn Böhm das Schlusswort und dann sollten wir uns sputen, dass wir bis um 9 die Abstimmung noch schaffen. Dankeschön für die Diskussion, für diese intensive Diskussion hier im Plenum und auch im Umweltausschuss. Als wir uns im Umweltausschuss zu diesem Thema ausgetauscht haben, war das ja meine erste Ausschusssitzung nach der letzten im August letzten Jahres. Ich musste Ihnen berichten, dass in der Zeit das Klima und die Fortschreibung nicht so vorangekommen ist, wie sie eigentlich vorankommen sollte und in Verzug geraten ist. Das hat ganz verschiedene Gründe, auch die der Personalkapazitäten, zu denen ich Ihnen jetzt aus Zeitgründen nicht ausführlich Rede und Antwort stehen soll. Ich soll mich kurz halten, aber wir können das gerne im Umweltausschuss auch mit Ihren Fragen, Herr Engel, noch mal vertiefen. Tatsächlich wird das Konzept dann fristgemäß entstehen, wenn es als Gemeinschaftsleistung verschiedener Bereiche in der Stadtverwaltung entsteht. Wir haben da intensive Gespräche. Es gibt auch, wie zum Beispiel am Thema PV-Offensive der Stadtverwaltung, gute Vorarbeiten und kommt voran. Und ich denke,
Mit der Festlegung der Koordination durch den Oberbürgermeister haben Sie da auch noch mal einen ganz wichtigen Akzent gelegt. Herr Engel, Sie fragten mich nach den notwendigen Kapazitäten. Ich habe noch mal nachgeguckt in den Protokollen der Haushaltsberatung der Umweltausschusssitzung. Die Leiterin des Klimaschutzstabes hat dort ganz klar vorgetragen, dass es notwendig ist, die Kapazitäten zu verstärken, weil dieser Verwaltungsbereich ja nicht nur mit allen Geschäftsbereichen an der Fortschreibung des Konzeptes arbeitet, mit der Stadtgesellschaft und mit der Wirtschaft, sondern gleichzeitig auch die Projekte aus dem vorhandenen Konzept umsetzt, also zum Beispiel energiewirtschaftliche Konzepte für klimaneutrale Quartiere erarbeitet oder eben eine Wärmeplanung zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung unseres Wärmenetzes. Und in der Tat, die brauchen wir, diese Anträge und Vorschläge, die in der Haushaltsberatung nicht berücksichtigt worden sind, sind unverändert aktuell. Richtig ist, Herr Böhm, was im Antrag auch steht, dass wir den Beteiligungsprozess vollständig neu konzipieren müssen. Der runde Tisch ist ein Teil dessen. Er soll die Diskussion zusammenführen, soll die Fraktionen insbesondere beteiligen. Ich möchte da auch noch mal ganz herzlich zur Teilnahme einladen. Er kann dann in einen Klimabeirat münden. Das finde ich einen guten Vorschlag, das wissen Sie. Aber wir werden natürlich tatsächlich zu den großen konkreten Maßnahmepaketen, die Klimaneutralität voraussetzen müssen, mit der Stadtgesellschaft und ganz besonders mit der Wirtschaft diskutieren müssen, denn wir setzen es ja nicht alleine um. Wir müssen als Stadtverwaltung vorbildhaft sein, aber die Wirtschaft ist Akteur bei der Umsetzung. Das ist selbstverständlich, darüber müssen wir reden und deshalb ist der Antrag auch richtig. Schließlich will ich aber einer Vermutung entgegentreten, die die AfD-Fraktion in ihrem Redebeitrag geäußert hat. Es ist richtig, dass Dekarbonisierung, das Konzept der Sachsenenergie, das Sie ja mit dem Zielpfad Klimaneutralität bis 2035 in Auftrag gegeben haben, ist eine entscheidende Voraussetzung für ein Klimaschutzkonzept. Es ist aber nun mitnichten so, dass die Ingenieurinnen und Ingenieure unseres Unternehmens nicht an diesem Thema arbeiten würden. Im Gegenteil, wir haben einen konkreten Prozess zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung aus erneuerbaren Wärmequellen angefangen und Sie können sich gerne im Umweltausschuss dazu berichten lassen. Wir bieten das regelmäßig an und das ist ein wichtiger und guter Prozess, mit dem wir gerade unsere Chancen hier mit unserem großen Fernwärmenetz und mit unserem Know-how in der Stadt Dresden nutzen wollen und nutzen können, um noch rechtzeitig klimaneutral zu werden. So, Herr Böhm, zum Schlusswort in minus 50 Sekunden. Also, erstmal vielen Dank für die doch freundliche Aufnahme des Antrags. Mein Kollege Dr. Depper hat es versucht, klein zu reden. Die AfD hat die Zeit immer noch nie verstanden. Aber vielleicht noch mal ein Wort an Sie, Herr Dr. Deppe. Das, wofür dieser Antrag notwendig ist, hat Ihre Rede gezeigt. Ihre Rede hat das gezeigt und da unterscheiden wir uns. Es kann nicht sein, dass die Stadt Dresden Entscheidungen trifft, die von der Wirtschaft nicht mitgetragen werden. Wir haben es in Berlin gesehen, wie das Thema gelaufen ist. Dort will man Dinge beschließen, die wirtschaftlich und technisch nicht umsetzbar sind. Und das sollten wir in Dresden nicht tun. Und ein zweiter Punkt, in die sagen, wir haben doch schon alles da und. Es ist nicht schön, dass die IHK und die Handwerkskammer dort sich relativ zurückhaltend geäußert haben. Sie haben natürlich unserem Ansinnen, was ich da schon vorgetragen habe, gerne zugestimmt. Aber es zeigt doch ganz deutlich, dass wir diesen Kreis deutlich erweitern müssen, dass wir mit den großen Unternehmen reden müssen und dass wir mit den großen Handwerksbetrieben reden müssen, dass eben vielleicht doch die ein oder andere Fake News und was es da alles durch die Welt wappert, ein Gedankengut vielleicht doch mal ein Stück aufgelöst wird und den Leuten gezeigt wird, ihr macht damit gutes Geld mit dem Thema. Wir müssen die Wirtschaft auf Augenhöhe mitnehmen und nicht den Leuten irgendwas vorsetzen. Und dafür ist dieser Antrag da. Danke. So, und mit diesem fulminanten Schlusswort kommen wir jetzt zur Abstimmung. Das war punktweise beantragt. Zwei Punkte haben wir. Wer dem Punkt 1 des federführenden Ausschussberichtes zustimmen möchte, ist jetzt an der Reihe. Ja, 15 Nein, 0 Enthaltung, damit zugestimmt.
Wir kommen zum Punkt 2. Wer Punkt 2 zustimmen möchte, der ist jetzt an der Reihe. Ja, 19 Nein, 1 Enthaltung. Damit auch so beschlossen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 43 bewältigt. Es ist nach 21 Uhr. Ich schließe unsere Doppelsitzung. Wir haben eine ganze Menge abgearbeitet, haben aber auch noch eine ganze Menge Holz. Insoweit wird es uns auch in der Folgesitzung nie langweilig. Ich wünsche ein schönes Wochenende, guten Nachhauseweg und die Sitzung ist beendet.